Hey Leute, Remake hier. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr diese vollautomatische Erntefarm bauen könnt. Viel Spaß! Wir starten damit, eine Linie mit 8-9 Blöcken zu bauen. So, ihr könnt alle Blöcke, die ihr wollt, dafür nehmen. Ich benutze nur die Netherite Blocks, weil ihr sie sehr gut zählen könnt und so alles sehr gut kopieren könnt. Jetzt gehen wir auf die andere Seite und platzieren auch 9 Blöcke. 1, 2, 3, oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und das machen wir jetzt auf jeder Seite einmal. Jetzt haben wir hier so ein Quadrat und müssen das einmal nochmal komplett spiegeln. Also hier auch nochmal 9 Blöcke auf jeder Seite, damit wir am Ende sowas haben. Das müssen wir jetzt alles noch um einen Block erhöhen, damit wir dann 2 Blöcke insgesamt hoch haben. Dann gehen wir in die Mitte und entfernen die Blöcke hier. Und die unten hier auch die untere Reihe. Dann buddeln wir uns hier noch einen kleinen Tunnel nach draußen. Das ist später unser Zugriff zur Kiste. Dann platzieren wir hier unsere erste Kiste. So, und ein Hopper, der in die Kiste leitet. Dann gehen wir hier und müssen die Schiene genau so platzieren. Und obendrauf ein Minecart mit dem Hopper platzieren, dass es dann so aussieht. Jetzt machen wir wieder einen Block obendrauf, der temporär ist, und müssen auf den gegenüberliegenden Seiten jeweils eine Trapdoor platzieren. Genau so. Und dann können wir den wieder entfernen. Jetzt müssen wir da durchlaufen können und dann können wir den erstmal wieder entfernen und wieder platzieren, dass er wieder an Ort und Stelle sitzt. Dann nehmen wir Slabs, gehen durch unseren Tunnel da eben rein und platzieren die dann einmal hier in der kompletten Linie, einmal unten drunter. Oh, nee, ein Stück weiter vor muss ich gehen. So, genau so. Und jetzt habe ich auch den Minecart entfernt. Müssen wir wieder platzieren, so. Und dann die Slabs genau so platzieren. Jetzt wird sich das Minecart nicht mehr vor einer Stelle bewegen können. Wenn wir das haben, dann gehen wir hier in die Mitte, buddeln einen Block aus und packen Wasser rein und eine Slab obendrauf. Das gleiche wiederholen wir auf der anderen Seite. Jetzt nehmen wir eine Hake und haken beide Felder komplett durch. Wenn wir das haben, packen wir auf die mittleren Blöcke Komposter und oben noch einen kompletten Block drauf. So, und dann nehmt euch ein paar Fackeln und leuchtet das ein bisschen aus, damit da auch keine Monster drin spawnen können. Jetzt entfernt ihr noch diese Blöcke hier vor den Minecarts und tauscht die gegen komplette Blöcke aus, also gegen normale Baublöcke. So, und jetzt könnt ihr erstmal die ganzen Flächen mit den Sachen, die ihr haben wollt, bepflanzen. Wenn ihr das alles habt, müsst ihr dann 3 Villager hier reinbekommen. Ich würde euch empfehlen, das mit Booten zu machen. Ich spawne die jetzt mal hier. So, dann machen wir einen hier, einen auf der Seite. Und dann muss einer hier in die Mitte. So. Die Farm funktioniert jetzt so. Ach ja, wir können erstmal noch ein Dach hier oben drauf machen. So, die Farm funktioniert jetzt so. Die Villager in den beiden Feldern sammeln ihre Sachen ein. Und da sie auch mit den Villager-Freunden teilen wollen, die nichts haben, gehen sie in die Mitte und schmeißen dem sozusagen die Sachen zu. Und der Hopper sammelt die Sachen aber schneller ein, als der Villager die bekommt. Und der packt die dann in die Chest. Hier könnt ihr jetzt sehen, da habt ihr gesehen, da hat einige Kartoffeln zu dem Villager geworfen. Die Kartoffeln landen jetzt allerdings in dieser Chest, anstatt bei dem Villager. Und der hat dann immer... Der hat dann halt einfach nie welche und deswegen wollen die Villager dem immer wieder neue Sachen zuschmeißen. Aber die Sachen werden immer abgefangen, landen in der Kiste und ja, so funktioniert das dann die ganze Zeit. Der hat ihm jetzt, glaube ich, auch gerade ein paar Karotten gegeben. Ich weiß nicht, wie viele die ihm auf einmal geben, aber es ist auf jeden Fall einiges. Und es ist halt vollautomatisch, deswegen finde ich die Farm auch sehr, sehr gut und ist auch nicht sehr aufwendig zu bauen. Und ja, jetzt seht ihr, da sind auch ein paar Karotten drin gelandet. Wenn euch die Farm gefällt, dann lasst gerne ein Abo und ein Like da und... Hoffentlich sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut!